In der Worst Night am Dienstag, den 8. Oktober, habe ich unter anderem den Squadron 42 Newsletter vorgestellt. Diese Sektion gibt es jetzt ausgekoppelt hier für euch auf meinem Videokanal und dies ist Teil 1 der Übersetzung des Squadron 42 Newsletters. Von Astro Sam und Mitch van Heiden. An. Ich mute mich jetzt. Ja, also der Hintergrund ist, ich habe ja mit den Videos aufgehört und habe aber trotzdem das Bestreben, weiterhin dran zu bleiben. Deswegen stelle ich mir vor, zu jeder Worst Night einfach ein Kernthema vorzustellen. Und dieser Squadron 42 Newsletter, der kommt alle 3 Monate kommt er raus. Und dieser Newsletter, der ist jetzt gerade in der vergangenen Woche verschickt worden, den habe ich übersetzt. Und gehe den jetzt in 3 Teilen durch. Es sind 6 Seiten. Die ersten 2 Seiten lese ich jetzt. Dann die 2 Seiten nach dem nächsten Musikblock. Und dann im übernächsten Moderationsblock dann die letzten 2 Seiten. Kommen wir zu dem Team für die KI. Die Erstreaktionen wurden verbessert im Falle des Aufeinandertreffens von Spieler und NPC. Das umfasst unter anderem die verhaltenen Reaktionsmuster auf etwas, das keine Gefahr darstellt. Zum Beispiel, wenn eine Tasse geworfen wird, also ganz klassische Gameplay-Elemente, die man aus anderen Schleichspielen kennt, die entwickeln sie jetzt neu und bauen sie hier ein. Das ist so ein Thema, wo ich mich frage, warum müssen die eigentlich immer alles neu erfinden? Wieso können sie nicht auf bestehende Themen zurückgreifen? Aber da bin ich noch nie so richtig schlau draus geworden. Auf jeden Fall, das haben sie jetzt entwickelt und eingebaut. Man kann also Gegenstände werfen und der NPC reagiert darauf. Außerdem wurden die Reaktionsmuster verbessert für den Fall, dass die NPCs den Spieler entdecken, ihn aber eben nur kurz sehen oder hinter einer grafischen Barriere vermuten. Neben dem Verhalten wurden die Genauigkeitswerte hinsichtlich Feuergefechten verbessert, da haben wir das Thema, inklusive Definition von Trefferzonenprioritäten. Hier sollen die NPCs vor allem zuerst auf den Körper zielen, damit sie überhaupt was treffen. Unter Umständen wird dieses System später mit dem Skillsystem verknüpft. Das Team für die Schiffs-KI hat am Verhalten der NPC-Schiffe gearbeitet, wobei der Schwerpunkt auf der Logik des Defend-Target lag, also dass sie ein bestimmtes, definiertes Ziel verteidigen. Außerdem wurde der Programmcode für Lande- und Startvorgänge der NPC-Schiffe bereinigt und die Funktionsweise der Quantumreise-Logik leicht verändert. Dazu gehörte die Vereinfachung des 3D-Pfadfindungscodes durch das Verschieben aller zusätzlichen Schritte in die Verhaltenslogik und das TPS. Ich weiß nicht, was das TPS ist, aber ich würde sagen, das ist sowas wie Travel Path System oder sowas. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne hier in den Chat schreiben. Parallel dazu wurde der neue 3D-Pfadfindungscode weiterentwickelt, bei dem ein Großteil der Verarbeitungslogik in Jobs verschoben wurde, die dann kleinere Berechnungen durchführen, während das Schiff im Verse umherfliegt. Das ermöglicht es, das Bewegungssystem zu erweitern, um Wegfindungspläne nach einer Unterbrechung neu aufnehmen und berechnen zu können, um so den Weg zum Ziel wieder aufnehmen zu können. Das heißt also, wenn ein NPC-Schiff irgendwo auf einer vorberechneten Route rausgezogen wird von einer Mentis oder was auch immer oder irgendwie unterbrochen wird, dann ist es nach dieser Unterbrechung und natürlich vorausgesetzt, dass das Schiff weiterfliegen kann, möglich, dass das KI-NPC verwaltete Schiff dann den Weg neu berechnet und dann seinen Weg wieder aufnimmt. Das Team für die Social AI, also alles, was sich mit dem Gesellschaftsleben der NPCs beschäftigt, die haben Grundlagenforschung betrieben, um eine große Anzahl sozialer Verhaltensweisen ins Spiel bringen zu können. Aktuell untersuchen sie Details, um den strukturellen Aufbau der Usables, der benutzbaren Objekte, vordefinieren zu können. Und das soll es den Designern ermöglichen, Infrastruktur und Verhaltensoptionen synchron zu diesen Usables zu erstellen. Diese Szenarien helfen bei der Identifizierung von Grenzfällen, für die dann im 2. Durchgang separat Programmcode entwickelt werden muss. Was das für Grenzfälle sind, das kann ich hier nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir ja jede Menge benutzbare Objekte im Spiel. Dazu gehören ja auch diese Harvestables und die müssen überall hingelegt und aufgenommen werden können. Und vielleicht gibt es da irgendwo, ja, wie gesagt, Grenzfälle, wo es besonders schwierig ist für NPCs mit diesen Usables zu interagieren. Für den
Item Provider wurde ein Prototyp entwickelt. Dieser Prototyp, das ist ein Usable, der einem NPC alle notwendigen Elemente zur Verfügung stellt, um ein bestimmtes Objekt zur Nutzung vorzubereiten. Also diese Usables, das sind nicht nur Grafikobjekte, sondern das sind Entitäten. Da ist ein Stück Code mit verknüpft. Ich denke mal, dass der irgendwo zentral hinterlegt ist und jedes Usable greift dann auch bei einem bestimmten Code zu. Und der NPC, der ja auch eine eigene Entität ist mit einer eigenen Intelligenz, bekommt dann von diesem Objekt, von dieser Entität gesagt, was der NPC mit diesem Objekt tun kann. Das ist der Item Provider und dafür haben sie einen Prototypen entwickelt. Neben Fehlerbereinigung und der Optimierung und Stabilisierung der Systeme wurden zudem allgemeine Verbesserungen an der Charakternavigation vorgenommen, inklusive der Erarbeitung von Navigationsverknüpfungen, um mehrere Meshes, also ja, Navigationsnetze, dann zu verbinden. Das erlaubt NPCs auch die Navigation in modular erstellten Schiffen und Raumstationen und eröffnet neue Möglichkeiten für NPCs, systemisch ihren Weg durch die verschiedenen Sektionen eines Raumschiffs zu finden. Klar, bei den Raumschiffen, da kann man ja mit Sicherheit noch gewisse Wege vordefinieren, aber auch die sind ja modular. Dort müssen sich NPCs umherbewegen können, also insbesondere später bei der Endeavor. Da ist das ja ganz besonders wichtig in den großen Schiffen, dass sie mit NPCs belebt sind. Das wird de facto passieren und dort müssen die auch ihren Weg finden und da arbeiten die an einem System, dass das möglich ist. Gehen wir weiter zum Animationsteam. Das hat sich im vergangenen Monat auch auf die Erstellung von Usables für die Spielumgebungen konzentriert. Auch haben sie die Takedowns, sowohl unbewaffnet als auch mit Messern, das heißt also jemanden umlegen mit Faust oder mit Messer, und die entsprechenden Abwehrreaktionen erarbeitet und fertiggestellt. Aktuell wird untersucht, wie man welche Effekttypen auf Körpern darstellen kann. Was das für Effekttypen sein können, weiß ich nicht. Blutungen, blaue Flecken, was auch immer. Sie untersuchen derzeit, wie man die verschiedenen Effektarten auf dem Körper des Spielers visualisieren kann. Außerdem wurden Animationen für zwei neue menschliche Feindtypen und neue Waffen für einen bereits bestehenden Feindtyp erstellt. Nicht zuletzt unterstützten sie das Cinematics und das Story-Team. Weiter geht's zu dem Grafikteam, und zwar dem Grafikteam, was sich um die Charaktere kümmern. Die haben einen Prozess zur Finalisierung von Charaktermodellen gestartet. Das umfasst auch die Entwicklung einer neuen Frisur, eines neuen Gesichts, eines neuen Körpers und eines neuen Outfits. Dazu wird ein bestehender Charakter als Vorlage genommen und überarbeitet und dann wechselt das Team zum nächsten Charakter auf der Liste. Das heißt, ich verstehe das so, die haben eine Liste an Charakteren und die arbeiten sie sukzessive durch und entwickeln hier dann entsprechend die Gesichter und die Frisuren und die Klamotten. Und letzter Punkt in dieser ersten Phase, das Audio-Team. Die machen nicht viel, könnte man meinen, das ist nur ein Satz. Die beschäftigen sich in mehreren Kapiteln mit der Verbesserung der Atmosphäre und den Soundeffekt-Spots auf der Idris, wo ja ein Großteil der Squadron 42-Kampagne stattfinden wird. Das wär's mit dem ersten Teil. Fragen? Nein. Von mir nicht. Anmerkung zum letzten Punkt. Audio-Team, das klingt immer nach wenig. Ich habe ja zum Beispiel auch das Sounddesign gemacht für die Call of Duty 4 Mods Galactic Warfare, für die Star Wars Mod. Und habe da auch besonders nochmal festgestellt, wie wichtig Sound im Spiel ist. Dass du unterschwellig was ganz anders wahrnimmst. Und du merkst mit jeder Version, die jetzt rauskommt bei Star Citizen, dass sie wieder was da und da am Sound geändert haben. Ein Clan-Freund von mir hat sich die Cutlass gekauft, jetzt erst seitdem sie ihm vom Sound her gefällt. Mhm. Der hat früher immer gesagt, die ist mir zu laut und die Sounds gefallen mir nicht. Und dann, ja, jetzt kaufe ich sie mir, jetzt passt es. Und das ist ja jetzt mit 3.7 merkst du schon wieder, haben sie auch bei der Cutlass schon wieder die Sounds geändert. Sie probieren sehr viel aus. Und das ist, auf Deutsch gesagt, eine Schweinearbeit, auch diese ganzen Sounds zu erstellen und die dann dementsprechend zu platzieren. Und die werden ja auch nicht einfach, wie man es von einer Quake 3 Engine kennt, irgendwo platziert und dann einfach nur abgespielt, sondern die werden ja auch mit Events verknüpft und so weiter und so fort. Mhm. Was das betrifft, Chapeau, da sind die auf einem ganz hohen Level. Da haben die auch so Leute, also für mich war zum Beispiel der Stefan, wie heißt er nochmal mit Nachnamen, der frühere Sounddesigner von DICE, der Battlefield 3 zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Das war für mich einer, da habe ich gesagt, wow, Respekt. Und
da ist, haben die inzwischen für mich überholt. Also was Sounddesign betrifft, sie haben noch nicht so überall eine gewisse Qualität erreicht, aber sie wollen dahin, das merkst du denen an. Das finde ich sehr schön. Aber ansonsten habe ich keine Fragen.